Pizzateig ist ein Hefeteig. Man setzt ihn am Vortag an und lässt ihn 12 Stunden aufgehen. So wird er aromatisch, luftig und leicht verdaulich. Ernesto Cacciali macht Pizza, seit er ein Kind ist. Eigentliche Geheimnisse gibt es nicht. Pizza ist eine Kunst, die man weitergibt. Sie lässt sich nicht improvisieren. Bis man ein richtig guter Pizzaiolo wird, dauert es mindestens 15 Jahre. Ein weiterer Schlüssel zu einer guten Pizza sind die erstklassigen Zutaten. Basilikum gehört zur Pizza Margherita. Die Tomaten sollen reif und aromatisch sein. Ich kaufe ein Produkt, das einzigartig ist auf der Welt. Das ist die San Marzano. Eine Tomate mit geschützter Herkunftsbezeichnung. Sie ist die beste der Welt. Eine Kiste normale Tomaten aus der Region würde mich 7 Euro kosten. Für die San Marzano zahle ich 10 bis 11 Euro für die Kiste. Natürlich muss auch die Mozzarella von Top-Qualität sein. Es gibt sie aus Kuhmilch oder, wie die Mozzarella di Bufala, aus Büffelmilch. Die Mozzarella links ist geräuchert. Ernesto Cacciali hat viele Auszeichnungen erhalten und sogar für Präsident Clinton Pizza zubereitet. Daher der Name Il Pizzaiolo del Presidente. Der Backofen wird mit Buchenholz auf bis zu 450 Grad Celsius geheizt. In der Pizzeria Il Pizzaiolo del Presidente werden täglich rund 900 Pizzen belegt. Die Tomaten können gekocht oder frisch sein. Zur Pizza Margherita gehören Mozzarella und Basilikum. Damit der Belag nicht austrocknet, gießt der Pizzaiolo Öl in Form einer 6 darüber. Dann kommt die Pizza in den Ofen. Sie wird nicht länger als eine Minute gebacken. La pizza è un velo, è un sottilissima. Quando arriva nel forno, poiché die Pizza muss dünn sein wie ein Schleier. Es kommt auf den Teig an. Wenn der weich ist, bläst sich die Pizza auf und ist im Nu fertig. Die Pizzeria ist ein Familienbetrieb. Sohn Vincenzo Cacciali ist ebenfalls ins Geschäft eingestiegen. Ich habe diese Leidenschaft von meinem Vater geerbt. Zum Pizzaiolo muss man geboren sein. Wenn man diese Passion nicht hat, kann man diese Arbeit nicht machen. Mein Vater hat mir diese Leidenschaft vererbt und ich hoffe, ich kann sie an meine Kinder weitergeben. Die Tochter von Vincenzo möchte Pizzaiola werden. Angeleitet von Großvater und Vater hat sie alle Chancen. Wenn der Boden gebacken ist, legst du die Pizza an den gleichen Ort zurück. Wenn nicht, verschiebst du sie ein bisschen. Ein Ofen hält je nach Beanspruchung 10 bis 20 Jahre. Dann muss er erneuert werden. Es
Das Geheimnis eines guten Ofens kann man nicht in Worte fassen. Es wird vom Vater an den Sohn weitergegeben und man lernt es beim Bauen am Ort. Jeder Ofen ist anders, ist etwas Besonderes. Sie sind nicht identisch oder mit der Schablone gemacht. Vor der Pizzeria da Michele in Neapel steht man jeden Tag Schlange. Sie besteht seit 1870. Und inzwischen arbeitet hier schon die 6. Generation der gleichen Familie. Luigi Condoro macht seit mehr als einem halben Jahrhundert Pizza und arbeitet immer noch ab und zu. Bei Da Michele gibt es ausschließlich Pizza. Wir machen nur zwei Pizzen. Die Margherita mit Basilikum, Mozzarella und Tomaten und die Marinara mit Tomaten, Oregano, Knoblauch und Salz. Das ist die echte Pizza Napoletana. Andere Pizzen existieren für uns nicht. Genauso wie das Menü ist auch das Lokal seit Jahrzehnten unverändert schlicht. Jede Pizza wird mit der gleichen liebevollen Handarbeit zubereitet. Sehen Sie, die Pizza ist etwas ganz Einfaches. Aber wie in jedem Beruf gibt es erfolgreiche und weniger erfolgreiche Leute. Alle gehen an die Universität, aber wie viele werden Professor? Viele Leute gehen allein hier essen. Denn die Chance, rechtzeitig einen Platz zu bekommen, ist dadurch viel größer. Im 19. Jahrhundert begann in Süditalien die große Auswanderungswelle nach Amerika. Im Gepäck der Neapolitaner war auch das Rezept für die echte Pizza. Das J&V in Bensonhurst, dem italienischen Viertel von Brooklyn, ist eine typische, ganz alltägliche Pizzeria. I grew up eating pizza here. Ich bin mit dieser Pizza im klassischen New Yorker Stil aufgewachsen. Wir sind hier an der 18. Straße, auch bekannt als Boulevard Cristoforo Colombo, inmitten von Brooklyns Little Italy. Zwei Blocks weiter weg bin ich aufgewachsen. Meine Mutter machte da Hand in Hand mit mir ihre Einkäufe und ich durfte hier Pizza essen, wenn ich mit ihr ging. Die italienische Pizza wird als Pie, als ganzer Kuchen verkauft. Die klassische New Yorker Pizza hingegen portionenweise als sogenannte Slice. Als man begann, die Pizza in Stücke zu schneiden, wurde alles viel einfacher. Mit einem Stück Pizza in der Hand kann man gleich wieder weg. Man kann laufen und essen zugleich, muss sich also nicht hinsetzen. Diese Art der Pizza entspricht dem New Yorker Lebensstil. Man rennt immer. Von New York aus fand die amerikanische Pizza den Weg nach Europa. Zum Beispiel nach Zürich. Bei New York Food kann man die typischen New Yorker Slices essen. Viele Schüler kommen hierher. Sie teilen sich eine große Pizza. Für 5,50 Franken bekommt man ein Stück Pizza Margherita. Mit einem Aufpreis kann man sie mit anderen Zutaten ergänzen. Wie gesund ist eigentlich Pizza? Aufpassen muss man bei der Mozzarella. Zu viel davon macht die Pizza fett und kalorienreich. Der Teig enthält bei New York Food einen Teil Vollkornmehl. Die gekochten Tomaten sind sowieso sehr gesund. Wie kann man die Pizza noch gesünder machen? Wir haben versucht, erstens mal beim Teig mit diesem Vollkornanteil, dann auch mit sehr gutem Olivenöl, das im Teig drin ist, in der Mischung drin ist. Keine E-Stoffe, keine Zusatzstoffe. Also wir haben eigentlich einen ganz natürlichen Teig
Wenn sich jetzt jemand eine Pizza bestellt, die nur Gemüse hat, muss die Pizza nicht unbedingt ungesund sein. Den Schülern ist der Gesundheitsaspekt noch nicht so wichtig. Hauptsache, die Pizza schmeckt und liefert die nötige Energie.